Was sagt er? Keine Haltestelle Billy Ziegelstein an. Updated to Version 3. Schön. So, und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Schienenwelt hier bei Factorio. Und Alter, da ruckelt das. Mächtig gewaltig. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Uhuhu. Ändert sich das? Oh. Das zieht nach, du. Das zieht nach. Was ist da los? Dem geht's nie gut, ne? Der zieht hier ganz schön nach und ruckelt rum. Frag mich, was er hat. So schlimm war's doch noch nie. Merkt ihr irgendwas davon? Und das ist bei euch gut. Ja, jetzt geht's. Nee, wirklich, aber okay. So be it. Ans Ruckeln gewöhnen, so. Ja. Muss ich ja, ne? So steht's gerade nicht besser. Da kommen die Gegners. Vielleicht liegt's auch daran. Ich weiß es nicht. Aber es ist gerade komisch. Vielleicht liegt's auch an dem Mod. Wer weiß. Eigentlich haben wir 30 FPS. Das sollte sich noch halbwegs okay anfühlen, aber das ist total schrecklich hier gerade. Alter, was machen die denn für Geräusche? Nice, beste Geräusche. Quiek! Quiek! Oh Mann, was ist das hier heute? Das fühlt sich nicht gut an, du. Nicht gut. Habe ich hier irgendwas Komisches? Wo sieht man, wenn ich den wegmache? Dann besser. Ja! Nee. Wurde es dann besser? Nee, das ist heute einfach irgendwie. Ist überfordert, ne? Das gefällt mir nicht. Na gut, dann ist das halt jetzt so. Vielleicht, ach, der wird vielleicht, vielleicht bei Stream noch, Steam noch irgendwas aktualisiert. Das kann sein. So, wir lassen das jetzt einfach mal so und freuen uns, dass es überhaupt funktioniert. So, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben hier schon mal angefangen, so ein bisschen zu scouten. Dafür brauchen wir erst schon mal unsere Benutzeroberfläche wieder. Jo, bitte. Danke. Schön. So, die ganze Benutzeroberfläche haben wir. Sage mir. Oh, sage mir, wo ist er hier? Grüße, Mindfly. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Warum kann ich jetzt hier nicht rumballern? Was ist das? Hat er keine Munition mehr oder was ist los? Achso, ja, hat er nicht. Ja, super, dann müssen wir mal ganz kurz warten, dass hier mal ein Zug kommt. Der fährt innen nach Silo 63, das ist richtig. Go, go. Wir brauchen neue Munition hier. Wird Zeit. Ich kann hier nicht ewig den Viechern beim Brennen zugucken, auch wenn das schön ist. Aber wir brauchen jetzt hier mal Munition. Achso, könnte ich mal gucken. Genau, und zwar wegen noch extra Posten. Würde sich jetzt hier vielleicht anbieten, hier nochmal einen Posten reinzuballern. Müssen wir uns dann gleich mal angucken. Wir haben hier einen und hier einen. Und ja, das speichert er erst einmal. Zwar nicht zu kurz. Reinchen. So, also wie gesagt, hier. Na, da, schön. Da würde sich vielleicht noch ein Posten anbieten, vielleicht sogar hier oben. Das scouten wir dann gleich. Dann kann der Posten auch weg. Ich glaube, der ist auch schon inaktiv, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und dann hätten wir gerne hier unten noch einen gehabt. Wir können ja hier mal auch die Umweltverschmutzung an den Start bringen. Hier müsste man dann vielleicht auch irgendwann weiter raus. Hier ist alles gut, da sind wir weit genug. Bloß hier unten, ne? Da müssten wir freiräumen. Ja, da ein Posten. Denke ich nämlich, oh. Hast du schon den Nachfolger von LTN-Tricker angeguckt? Den LTN-Manager. Ist der jetzt am Start? Nee, habe ich mir noch nie angeguckt. Ich habe noch nicht immer mitgekriegt, dass der da ist und am Start. Ich meine, ich habe ja jetzt im Moment die LTN-Kombinatoren. Die sollten, die tun sie ja im Notfall auch noch. Aber wäre natürlich interessant. Hänge ich mich hier immer mit meinem Kabel auf. Ist in der Alpha. Ah, okay. Ja, das letzte Mal war es ja noch nicht verfügbar. Also noch gar nicht. Nicht immer Alpha. Wir könnten es mir wahrscheinlich dann mal angucken.
Vielleicht, wenn wir hier heute durch sind mit der Aufnahme, dann gucke ich mal rein. Oder wir gucken da zusammen rein, wenn ihr da Bock drauf habt. Warum habe ich immer noch keine Munition? Ich habe Munition, okay. Also, dachte, der kann weiterschießen. Aber so, nö. Kann ich nicht hier. So, hier, komm. Deck alles auf. Kein Ding in Reichweite, das ist schade. So, hier. Ich weiß jetzt nie, wie engmaschig ich das machen muss. Wir machen einfach mal so hier. Und dann sehen wir mal, ob wir hier was Schönes finden. Aber wahrscheinlich sollte ich mich eher darum kümmern, dass wir da unten mal den Posten hinkriegen. Weil durch die Umweltverschmutzung wurden ja schon Viecher angelockt. Ich denke mal, dass die sogar von da unten kamen. Ne, die hat man ja da bei unseren Schmelzen auf einmal wieder gefunden. Wo die sich darüber aufgeregt haben, dass wir hier Massenfertigung machen. Die wollten bessere Arbeitsbedingungen. Dabei sind sie nicht mal eingestellt. Naja. So. Oh, das sieht gut aus. Oh, jetzt sehe ich nichts. Mist, mein Ding ist weg. Okay, jetzt müssen wir mal kurz warten. Aber hübsch. Also ich kann eigentlich mehr Platz zwischen den Dingern lassen. Das ist sehr engmaschig, was ich hier gerade mache. So. Hat bei mir noch keine Probleme gemacht. Das ist doch schon mal sehr gut. Bin bis dahin nicht mehr anwesend. Wieder mal Nachtschicht. Oh, naja, schade. Schade, schade. Ansonsten, ja, kannst du dir ja die Aufzeichnung dann angucken, würde ich sagen. Bombenstimmung in der Gegend, ja. Das ist wohl richtig. Und keine Haltestelle bietet Eisenerz an. Nee, was tun wir nur? Hey, Eisenerz mehr da. Gut, haben wir irgendwas Cooles gefunden? 56 Millionen Kupfer, 37 Millionen Eisen, ein bisschen Uran. Uran ist nicht so cool. Hier ein bisschen Kupfer. Da ist ein bisschen Kupfer. Der räumt hier immer noch alles weg, ne? Da machen wir hier mal weiter, Freundchen. Bis er keine Muni mehr hat. Was gar nicht mehr so lange dauern kann. Oh, jetzt werden wir gleich von dem anderen da beschossen werden, denke ich mal. Aber wir machen mal weiter hier. Jetzt sind es drei. Ja, jetzt schießt der andere schon mit. Da, weiß ich nicht, kann ich irgendwie sagen, dass nur der schießen soll? Ne, so richtig, ne? Was für ein Feuerwerk. Das stimmt. Und sogar der von da hinten schießt. Ja, nice. Das Aufdecken wird dadurch jetzt nie unbedingt leichter, dass man nicht weiß, welcher da schießt, aber okay. So grob ist ja erstmal ganz gut. Hier haben wir zum Beispiel nochmal ein schönes Kupfer, 55 Millionen, das gönnen wir uns doch. Da etwas Rohöl. Da ist auch Kupfer. Können wir uns ja hier nochmal innen setzen. Keine Ahnung, wer da hinschießt. Ist eigentlich auch wurscht, der da. Hier hätten wir gerne noch ein paar Schüsse. So. Dann hier. Ich weiß, das kann jetzt sein, dass das nicht super effizient ist, weil ich nicht weiß, wer von denen da jetzt drauf schießt. Aber das spielt auch keine Rolle. Ich will es ja bloß aufgedeckt haben. Ja. Deckt auf den Kram. Wer auch immer dahin schießen möge. Nehmen wir nochmal Stein. Na, 10 Millionen. Da ziehen wir jetzt nicht den Hut vor. Feuerwerk. Ja, wir starten hier mit einer richtig schönen Salve. Ja, weißt echt nicht, wer da drauf schießt, ne? Einer von links, einer von rechts. Hier sogar von da unten. Ja, warum nicht? Von überall kommt's. Kein Ziegelstein mehr im Netzwerk. Ah. Da müssen wir noch kurz warten, denn erstmal brauchen wir jetzt hier unten einen neuen Posten.
Hier oben müssen wir jetzt gleich mal gucken, je nachdem wie es jetzt aussieht, wenn das hier aufgedeckt ist. Was auch noch einen kleinen Moment dauert. Müsste. Das sieht aber aus, als wäre das hier eine Insel. Eine richtige. Das sieht echt nach richtiger Insel aus. Und die haben natürlich so geschossen. Die Gurken. Hier nichts so richtig aufgedeckt ist. Ich muss bloß wissen, dass das hier eine Insel ist. Weil wenn das eine Insel ist, können wir es ignorieren. Ja, das sieht gut aus, ne? Solange wie hier keiner wohnt, und ich glaube, das wird von dem abgedeckt, kann uns da eigentlich nichts passieren. Sind wir auf der sicheren Seite. Von daher bräuchten wir hier oben eigentlich keinen Posten mehr. Könnten hier Kupfererz abbauen, wenn wir Bock hätten. Da oben Eisenerz. Ich glaube, wir müssen uns nochmal ein kleines bisschen Eisenerz holen. Kupfer haben wir noch. Da ist ein schöner Stein. Da wir ja Ziegelsteinmangel haben, wäre das wahrscheinlich eine Maßnahme, sobald wir den Posten haben. Ja, hier ist nichts mehr los. So, wir machen uns mal runter. Wir legen uns dann einen neuen Posten in meine Fresse. Habe ich viel in der Hosentasche einstecken. Die Stahlschmelze war komplett fertig und lief schon. Ja, ist so ein bisschen... Warum habt ihr keinen Bock? Achso, ihr kriegt nicht mehr, nicht genug Eisen kriegt ihr nicht. Ja, die bräuchten mehr Eisen, ne? Die bräuchten auch alle eigentlich ein mehr Ausgabeband wäre da cool. Aber haben wir nicht. Naja, gut. So ist es halt manchmal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Posten da unten. Und dann sehen wir mal weiter. Nächste Woche wird es hier lustig. Ab nächste Woche ist hier Maskenpflicht. Das ist auch ganz toll. Also nicht so richtig Maskenpflicht, sondern und auch nicht überall, sondern soweit ich das jetzt verstanden habe, nur beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Und ja, es musste keine Maske sein, sondern irgendwas, was Mund und Nase verdeckt. Von daher bin ich da mit meiner Oma schon mal losgegangen. Ich habe quasi heute schon geübt. War nämlich vor uns nochmal schnell Eis holen. Und ja, hab das schon mal mit der Oma aufgezogen. So, was ist, wo bin ich? Bin da oben, okay. Müssen wir hier runter. Ist natürlich die Frage, was ist eine Oma? Das ist ja nicht die Oma, sondern das ist so, also wir nennen das so, so ein Multifunktionshalstuch, weißt du? Also wie so ein Stoffschlauch, den du für Hals und dann hier hochziehen kannst quasi. So ein Ding ist das. So ein Stoffschlauch. Drei Fliegen zusammenbinden und diese im Gesicht tragen, ja. Da kannst du einen Schlips hier drum machen, ne? Hier machst du Schlips drüber. Wäre auch lustig. Ich mache einfach Wiederbelebung. Hier wurde von Güterwaggon getötet. Oh ne. Wo liege ich? Da. Da müssen wir hin. Ah, so schön. Warte mal, ich müsste jetzt eigentlich das Video abstellen, ne? Hier, ich will kein Zeug haben. Bitte geht weg. Dankeschön. Ich möchte nichts haben. Danke. Gar nichts. Geht weg. Danke sehr. Schwierig. Eigentlich konnte man einstellen, dass man gerade nichts geliefert haben will. Hier. Aus. Persönliche Logistik und automatischen Abfall. Ach, ist aus. Passiert eh nichts. Ja, ist ja wunderbar. Muss ich... Ja, das ist nice. Okay, gut. Cool. Die bringen mir eh gerade nichts. Huhu, Pyro. Ja, schönen guten Abend, Kali. Und herzlich willkommen. Mensch, der Twitch-Chat funktioniert heute. Ich soll es nicht zu laut sagen, sonst ist es gleich wieder vorbei, ne? Beim Tod jetzt automatisch. Oh, sehr cool. Sehr cool. Das ist eine gute Änderung.
Das gefällt mir gut. Das war ja das, was ich quasi sowieso immer wollte, ne? Da bin ich ja dann immer Flickenteppich rumgerannt. Ist aber auch gefährlich hier. Bereits gefährlich. So. Irgendwer hatte mal gesagt, dass man ja jetzt nicht mehr sterben kann, ne? Ich hätte gerne alles. Ja, alles. Wieso kriege ich nicht alles? Achso, weil er den angezogen hat, statt den anderen. Deswegen. So, jetzt haben wir alles. Kreuzgefährlich hier. Kreuzgefährlich. Das ist ruckelt, hilft nicht viel, ne? So ist mein Stand. Ja, ist das jetzt eigentlich wieder... Hier können wir wieder anmachen. Danke. Huch, ruckel, ruckel. Alles gut, PC. Ganz ruhig. So, wunderbar. Was wollte ich jetzt eigentlich, bevor ich tot war? Achso, wir wollten runter und den Posten hier unten aufbauen. Right. Und zwar, ja, das ist die Frage, wie du den gleich aufbaust und wie du den anschließen willst. Hier ist ein schönes Eisen. Nicht so ein schönes Eisen, da ist auch ein Eisen, das ist auch okay, so schönes Eisen, aber Eisen ist Eisen. Und da wir ja Eisen brauchen würden, wäre das ja eine Maßnahme hier, so einen Posten hinzuflacken. Ach, stimmt mal. Dann ist so bloß die Frage, wie schließt du den an? Ich würde jetzt wahrscheinlich von hier erstmal nach unten gehen. Hier übers Wasser drüber, nehmen wir ordentlich Landfill mit. Und dann gucken wir mal. So, wir können erstmal hier Effektverteiler loswerden. Ein bisschen viele haben wir damit. Was ist jetzt wieder los? Irgendwas geht kaputt, okay. Das ist nicht so schlimm. Nicht geil, aber auch nicht schlimm. Wo war ich? Fließband können wir ein bisschen was loswerden. Ist jetzt nicht wie viel. Machen wir mal so. Ein bisschen was können wir behalten. Stackgreifarm, klar. Bisschen weg hier. So viele brauchen wir davon auch nicht. Tunnel, ja. Oh, werden sogar aufgefüllt. Warte mal. Wieso habe ich noch so viele Tunnel eingestellt? 300? Mach mal 100 for the time being, bitte. Also im Moment... Ach, ich habe wieder... Doppelt ändern. Merci, Pyro. Doppelt ändern. So. Ganz so viele Module braucht jetzt auch kein Mensch. Zumindest nicht, wenn der Mensch Pyro heißt. Sind wir jetzt? Den Ziegelstein, ja, da kümmern wir uns gleich drum. Achso, Raketenwerfer kann nicht als Munition verwendet werden. Komisch. Nein. Genau, dahin. Wollte der den einfach wegwerfen? Ich glaube, ich werde euch mehr. So, und das kann weg. LTN, Delivery Content Reader. Genau, das wollen wir ja eben mit haben. Guck jetzt gerade. Hier, die Artilleriewaggons braucht kein Mensch nicht mehr. Was ich brauche, ist so eine Artilleriestation, ne? Da habe ich jetzt, habe ich keine Einstecken davon. Jetzt schon wieder. Ja, genau. Ich kümmere mich gleich drum. So, am besten aber nicht. Ja, nervt nicht. Gut, ich komme ja schon. Blum, blum. Wo bist du? Da drüben, okay. Ja, wie gesagt, wir müssen den Posten machen, ne? Wo ist er? Da oben. Verzieh dich. So. Mehr hat er nicht kaputt gekriegt. In Ordnung. Ich mache hier mal ein paar Laserdinger hin. Bevor der nächste kommt und uns anknabbern will. Das finde ich nämlich nicht so cool. Ja, deswegen sind wir ja gleich unterwegs. So, also geguckt haben wollte ich wegen... Was habe ich hier? Lasergeschütz, zum Flammenwerfergeschütz. Das ist in Ordnung, dass wir die schon mit haben.
Herstellung, Militär, das Ding hier. Habe ich keinen, gut. Aber ich weiß, dass ich die irgendwo baue. Von daher lasse ich mir einfach mal irgendeinen geben. Boah, hier. Alles gefährlich. Alles gefährlich hier. Können wir gleich hier oben eigentlich klauen. Ah! So, zwei Stück, ich hab sie mit. So, dann können wir die normalen Geschütze immer auch mitnehmen. Dann haben wir die nämlich auch schon mal einstecken. Mauer haben wir mit, Tor haben wir mit. Den Rest haben wir eigentlich alles. Schienen haben wir so ein paar. Kann sein, dass die nicht reichen werden. Ist jetzt nicht ganz so tragisch. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, wäre Landfill. Ja, gönn dir hier. Keine Ahnung, wie viel ich brauchen werde. Wir nehmen mal einfach mal großzügig was mit. Er sagte großzügig. Wahrscheinlich ist es aber gar nicht großzügig, weil er einfach keine Ahnung hat. Hater, Hater, was? Hast du Löffel abgegeben oder was? Ja, das habe ich. An den Zug. Ich habe den Löffel an den Zug übergeben. Das erschien mir sinnvoll. Eigentlich nicht. Aber so haben wir es gemacht. Hada, ne? Genau. Hada, wie Hans Werner Ulm so schön gesagt hat. Hada, ne? Das hat er wohl. Beim zweiten Mal habe ich so richtig gelesen. Mit der Nachricht davor ist es dann auch klar. So, wir müssen hier unten lang. Wir müssen nicht unbedingt da unten lang. Weil... könnten noch... Habe ich gerade irgendwas ausgewählt? Ich überlege gerade, ob ich die Schienen nicht woanders langlegen möchte. Also wenn ich hier die Schienen langlege, dann kann ich mir auf jeden Fall Schiene sparen. Das Problem ist bloß, dass ich hier eh noch eine Querverbindung irgendwann haben möchte. Das heißt, so richtig Schiene sparen, das ist der eh ne. Also hier brauche ich Landfill. Ich kann aber auch hier langlegen. Dann brauche ich hier Landfill. Kann hier langlegen. Dann muss der Zug aber komisch rumfahren. Also, Na komm, wir machen, wie wir vor uns gesagt haben, von hier aus einfach straight nach unten. Dann ist das so ein bisschen wie, sag mal, organisch gewachsen. Auch wenn da überhaupt nichts Organisches dran ist. Wo bin ich gerade? Da. Okay. So, aufpassen. Keine richtige Orientierung hier mehr in der Map. Wobei, so oft latscht man ja auch außen näher rum. Kann ich mich mal entschuldigen. Ach, die Forschung ist aus. Hier, komm. Weiter geht's. Framerate erholt sich, das kann nicht wahr sein. Ich meine, es spielt sich auf immer viel besser. Aber so ist es nicht geplant gewesen. So, da unten, okay. Das soll sich hier nicht ordentlich spielen. Das soll knüppeln, soll das. Knüppeln. Ah, wenn die... Oh, das hier. Das müssen wir auch mal abändern. Aber nicht so. Genau, machen wir so. Dann den richtigen Abstand hier treffen. Wäre schon mal eine Maßnahme. Hier, gib mir mal bitte genau das hier. Packst du den da hin. Dann wissen wir nämlich, wie hier der Abstand ist. Böp. Böp, böp. Sind ganz schön laut, ne? So, deine Pflanze im Hintergrund steht im ersten Moment so aus, als würdest du einen Zopf haben. Sehr gut, ne? Hier. Warte mal, ne? Hier. Da. Muss ich meinen Zopf petten. Ja, das stimmt. Ich muss die Kamera mal ein bisschen größer machen. Mein Kopf ein bisschen kleiner, die Kamera ein bisschen größer. Weil inzwischen kann man ja ein bisschen mehr von der Umgebung zeigen, ohne dass es hässlich aussieht. Aber das ist halt noch die Gewohnheit von früher, wo da hinten ja bloß die Kleidung war. Und da wollte ich so wenig wie möglich vom Raum zeigen, weil mehr als so einen komischen Kleiderständer gab es da ja nicht zu sehen. Aber inzwischen ist es ja hier quasi hübsch da hinten. Da kann man ja mal ein bisschen einen größeren Shot machen, wo mein Kopf ein bisschen kleiner ist. Dann ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn ich hier so ein bisschen hin und her wacke und ich bleibe im Bild. Das wäre, glaube ich, eigentlich alles ganz, ganz hübsch. Aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. Doof.
Ja, toll. Also er legt nicht automatisch hier Landfill hin. Kann die teurere Version machen. Die teurere Version sieht aus, ich mache. So hier. Das ist die teure Version. Damit werden wir nicht weit kommen. Yep. Aber das ist eigentlich ganz cool. Ich hole mir einfach nochmal Landfill und dann machen wir das nochmal. Das ist eigentlich ganz hübsch. Greenscreen. Ja, irgendwann. Also sage ich mal, Greenscreen, falls ich richtiges Geld hier mit verdiene, dann auf jeden Fall. Aber vorher tut es einfach ein hübscher Hintergrund auch. Aber ja, Greenscreen wär ein Ziel für irgendwann. So, wenn ich da irgendwie monatlich ein bisschen was verdiene, dass ich das rechtfertigen kann, dann ja. Aber vorher tut's einfach auch ein hübscher Hintergrund. Aber wär schön. So. Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind da und müssen da. Also mach mal hier und da. Boah. Mensch, der Chat ist heute on point, ne? Warte mal, ich bin schon zu weit hier. Komm, wir nehmen das ganze Ding mit. Werden wir brauchen.